Die Sau. Moment, wir warten erstmal ab. Da hinten sind noch welche. Oh, da kommt so einiges. Okay. Mal kurz runter. Die sind jetzt schon mal aufmerksam geworden, aber... Ich glaube, die wissen noch nicht genau, was die... Oh. Sehr gut. Das Ganze geht jetzt natürlich automatisch soweit. Die haben auch noch Wachhunde. Ja, nicht wundern, ich bin gerade etwas stiller. Weil ich hier die Situation verfolge. Oh, nachladen, verdammt. Stein hat keine Munition mehr für die Waffe. Die haben gar keine Munition mehr. Großartig. Unterleib, Körper. Wir haben nicht mehr sehr viel Munition, wollte ich da nochmal anmerken. Oh, ein Hund. Oh, aufpassen, aufpassen. Komm, komm, komm. Ach nee, der ist unten, oder? Ja, der ist wahrscheinlich unten. Okay, zum Glück. Ich hatte schon Sorge. Ja, der wird unten sein. Körper. Moment. Näher dran. Ah, hier erwische ich den wieder nicht. Hier, nee. Na komm schon, den werden wir auch noch irgendwie los. Körper, ja. Ah, wir haben nicht mehr sehr viel Munition. Na toll. Mein Kampflied zeigt Wirkung. Aha. Und offiziell auch die Munition leer. Großartig. Okay. Die beiden sollen jetzt einfach mal hier ausharren. Soweit es eben geht. Und die beiden sollen mal nachgucken, was wir hier so haben. Leider nichts mehr. Wahrscheinlich wurden die Ghouls auch gefangen genommen. Sehr schade. Aber naja, diese Wilden wollen es eben nicht anders. Ich sehe mich einfach nochmal um. Dann haben wir jetzt einfach mal zwei Personen, die hier irgendwo rumlaufen und andere zwei Personen, die da vorne warten. Aber die brauchen Munition. Vielleicht lassen wir denen einfach nochmal welche zukommen. Wir werden sehen. Naja, aber wir können hier auch einfach mal die Gegend erkundschaften. Das darf man ja auch mal machen. Hier auf jeden Fall nichts Besonderes. Hier ein Grab. Die ich mir leider nicht ansehen kann. Das ist wirklich sehr schade. Fallout 1 und 2 konnte man sich nämlich die Grabsteine noch durchlesen. Was immer sehr... Naja, ganz witzig war. Ich suche hier nochmal die Gegend ab. Ich glaube... Oh, Moment, Eis. Hat die eben etwas Leben regeneriert? Das kann sogar sein. Ich habe nur gesehen, dass sich da etwas bewegt hat. Deswegen war ich da unsicher. Hier ist auch niemand. Da hinten ist jemand. Das sind so einige. Ihr Typen von der Bruderschaft seid keine Rasten, oder? Hat er uns gesehen? Boah, das ist so riesig hier. Also, ist natürlich ganz nett. Cool Quarter. Naja, wir können ja nochmal speichern. Ja, und die beiden hier, die haben jetzt überhaupt keine Munition mehr.
Ist leer. Und er hat sowieso keine mehr. Ich guck mal kurz. Ja, Robin ist noch abhängig, natürlich. Gut gemacht. Wir haben noch 9mm Kugeln, 303. Und Peter hat noch dabei 303. Und wahrscheinlich auch nochmal 9mm, oder? Ja, 9mm, genau. Und genau, Schrotflinten. Patronen. Also könnten wir doch den Kollegen 9mm Patronen zukommen lassen, theoretisch. Wobei die ja anscheinend gerade an einem relativ sicheren Ort sind. Dann würde ich jetzt nochmal speichern und dann gucken wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Da bin ich selber sehr gespannt. Das letzte Level war ja vergleichsweise noch sehr einfach. Wir gehen einfach mal ran. Ich weiß nicht, wer da vorne auf uns wartet, genau. Vielleicht sind es ja friedliche Wesen. Und bei Eis blinkt hier die ganze Zeit das Feld. Cool. Aber die sind doch friedlich. Also eigentlich können wir mit dem Herrn reden. Warum können die Leute uns Ghoul nicht mit Respekt behandeln? Ja, das will ich doch. Greifen die uns an? Also wir können nicht mit denen reden, leider. Aber wir werden auch nicht attackiert. Bitte, ihr müsst uns... Ja, ich will denen doch helfen, aber ich kann nicht mit denen reden. Leider. Naja, vielleicht passt das schon so. Cool. Ja, also... Cool. Wir können hier leider mit niemandem reden, aber wir werden nicht angegriffen. Ich hoffe, du hast nicht dieselben Vorurteile wie die meisten Menschen. Nein, habe ich nicht. Denn wenn mich Fallout 2 eines gelehrt hat, dann... Naja, sollte man mit diesen ganzen Vorurteilen aufräumen. Ich meine, Fallout 2 hat eigentlich generell eine gute Botschaft überbracht, denn wer sich noch erinnert, in Fallout 2 gab es ja die Bunkerstadt und das waren eigentlich alles nur ein Haufen Rassisten, die wollten niemanden von außerhalb haben, die wollten nur, ja, die wollten nur ihre Gemeinschaft, die wollten ihren Nationalismus, sind also auch nicht besser als irgendwelche, naja gut, die haben jetzt nicht grundlos irgendwelche Leute abgeschlachtet, aber im Endeffekt sind es ja auch nur irgendwelche Nationalisten. Oder Patrioten. Aber naja. Ihr wisst es ja. Ein deutscher Patriot ist ja ein Nazi. Was ist das denn? Okay. Achso, Moment. Zu dem will ich gar nicht. Robin ist tot. Jetzt habe ich ja die ganze Zeit die falschen Waffen ausgerüstet. Ja, Robin ist tot. Das heißt, wir laden noch einmal. Spielladen. Zwar hier. Ich wusste nicht, dass dort vorne so viele Gegner auf uns warten. Das sind ja Unmengen. Aber nun gut. Die können wir uns auch noch irgendwie vorknöpfen, will ich mal hoffen. Okay. Gut, die Ghouls sind friedlich. Aber ich sollte auch mal die Waffen hier auswählen. Ich bin ja mal wieder ein Spezialist hier. Wir laufen nochmal durch und sagen Hallo. Hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Ich meine, die Ghouls waren ja eigentlich auch nur mal Menschen, die mutiert sind. Und sind ja seit dem Krieg eben noch am Leben, weil sie durch diese Mutation eben... Naja, anscheinend schon ein paar hundert Jahre alt werden. Vielleicht auch tausend, man weiß es nicht. Okay, also hier sind anscheinend nochmal Fischers, Fritze, Fischt, Frische, Fische. Siehst du? Okay, ich sehe schon. Ja, ich sehe. Quincy. Hier drüben das Gefängnis. Ach, das, da sehen wir auch schon mal jemanden. Sehr interessant, da oben. Beastlord. Also wie gesagt, das wird noch etwas dauern, aber ich gehe hier lieber etwas behutsamer vor. Ja, ansonsten müssen wir mal gucken.
Das sind schon einige Hunde hier. Oh Gott, eine Deathclaw. Großartig. Lauf! Peter, lauf! Sie haben Peter! Nein, Peter! Warum? Er war noch so jung. Das sind zwei Deathclaw. Moment, ich glaube, es ist eine große Deathclaw und drei kleine. Das ist ja wunderbar. Wir brauchen mehr Munition. Das könnte wirklich ein Genickbruch für uns werden, wenn wir nicht genug Munition organisieren können. Das ist etwas ärgerlich. Oh, um Gottes Willen. Wer hätte denn ahnen können, dass dort gleich, naja, wieder ein paar Deathclaws auf uns warten? Tja, hätten wir nur Deathclaws auf unserer Seite. Das wäre doch mal sehr praktisch. Das ist so riesig hier. Verdammt nochmal. Ist nur schade, dass die hier keine Munition mehr haben. Vielleicht sollten wir die einfach mal nach unten schicken. Dann können sich die auch nochmal umsehen. Ja, und Peter und Robin. Wie die am besten an dieser ganzen Schar vorbeikommen, das weiß ich nicht. Man müsste meinen, uns entdeckt hier jemand. Ach ja. Das ist unsere Sache. Ja, komm, nimm alles mit. Jawohl. Okay, Körper. Na, verdammt. Komm näher dran. Oh Gott. Ja, so viel dazu. Nein, ich will. Ah, nein, das wird nichts. Ich bin gerade sowieso überfordert. Laden. Eins. Mhm. Naja, das kriegen wir schon noch irgendwie hoffentlich hin. Ist nur die Frage, wann ich das hinkriege. Ja. Schöne Bilder hier immer. Achso. Ja, ich glaube, es ist trotzdem eine gute Idee, die zumindest nach unten zu schicken. Auf geht's. Da hinten. Ne. Sieht soweit alles sauber aus. Okay, wir können zumindest etwas Munition ergattern. Schleichen. Ich meine, die Salve haben wir ja noch, aber keine Scharfschützen-Munition mehr. Liegt ja nicht noch einer? Ja. Ups. Ja, nicht erreichbar. Der liegt direkt neben dir. Ja! Halleluja. Und dann er hier noch. Munition und wir wurden entdeckt. Sind die nicht alle auf aggressiv gestellt? Nee, sie nicht. Aber sie ist gerade sowieso kampfunfähig. Schade, hätte fast geklappt. Aber die Munition müssen wir uns schnappen. Ohne die werden wir hier schlecht durchkommen können, leider. Ja. Das heißt, wieder wechseln. Und jetzt einfach versuchen. Naja, dass wir uns die Munition krallen können. Da unten sind noch welche. Ja, jetzt laufen wir weiter hier. Kommt schon. Immer schön in Bewegung bleiben. Ja, du auch. Okay, manchmal etwas hakelig mit der Steuerung. Und zwar Eis bewegt sich hierhin. Genau.
Dann schnappen wir uns die Munition. Respektive die Waffen. Und er hier. Ja, das ist etwas kritisch hier. Speicher nochmal. Dann muss ich nicht die ganze Zeit den Weg hier laufen. Mhm. Und er sollte sich dann am besten irgendwie zumindest hier die Munition schnappen können. Komm schon, komm schon. Beilung! Ach, ich wusste es! Verdammte Axt. Ja, das ist einfach problematisch, wenn die uns direkt alle entdecken. Da habe ich nicht mehr wirklich viele Möglichkeiten. Eieieiei. Mhm, ja, laden. Okay. Gut. Dann kann ich jetzt erstmal auf aggressiv stellen. Dann greift sie wenigstens direkt an. Notfall. Kann ich nicht hier vorbeilaufen? Nee, ich glaube, da werde ich direkt entdeckt, weil ich zu nah dran bin. Ich habe nicht mal dahin geklickt. Und anscheinend bin ich blind, weil ich an den Augen getroffen worden bin. Ach ja, Spiel. Tolle Sache. Ich habe nicht mal in das Gebäude reingeklickt. Ich wollte ja nur zu der Leiche gehen. Ich will hierhin. Hierhin, nicht rein, sondern nur hier auf die Terrasse oder wie auch immer man das hier nennen will. Natürlich. Ja, das sind aber auch echt zu viele. K.O. geschlagen. Gut, dann lasse ich die Leiche in Ruhe, meinetwegen. Bitte? Wenn es nicht anders geht? Na schön. Mhm. Okay. Die beiden können jetzt mal hier lang gehen. Meine Güte. Also die machen noch Probleme. Aber sowas von. Vielleicht können wir dann erstmal hier die Gegend erkunden. Und zwar haben wir... Das Jagdgewehr können wir aber noch einen Stein rübergeben. Okay, 7,62, 9 mm und 303. Hoch, sind die beide leer? Achso, ja. Okay. Gut. Die beiden hier. Könnten ja zum Beispiel dieses Gebäude hier absuchen oder dieses hier. Ist eben die Frage, ob die auch mit Gegnern ausgestattet sind. Ich laufe mal hier lang. Da oben ist auch schon wieder einer. Nee, den können wir auch nicht erwischen. Hätte mich aber auch gewundert. Speichern, okay, okay. Und fertig. Keine Ahnung, ob wir hier rumlaufen können oder dass wir entdeckt werden. Wird sich zeigen. Da waren wir ja schon mal. Au, da drüben sind einige. Schade. Das sind auch wieder Deathclaws drin. Also, war ja eigentlich fast zu erwarten. Hier wieder eine Telefonzelle. Aha. Ja, gehen wir mal. Na, hier hin. Vielleicht kann ich die ja hier umgehen. Ja, nee, vielleicht. Ja, doch. Das scheint sogar zu gehen. Dann können wir uns ja auch erstmal... Naja, die Gegend angucken. Können wir auch mal machen. Ob uns das dann aber so viel hilft, das weiß ich natürlich nicht. Hm. Das sind nämlich ganz schön viele Gegner. Echt schön hier. Ach ja, einfach mal ein paar Leute hängen. Kann man ja mal machen. Ach du Heilige!
Kommt die denn her? Schön, dass ich den nicht gesehen habe. Die Deathclaws machen mir echt Angst, das muss ich schon sagen. Also in Fallout 1 oder 2, wenn man dann seine Rüstung hatte, seine Power-Rüstung, dann konnte man da ja ganz schön gut aufräumen. Wobei auch dann war man natürlich nicht unverwundbar, aber man hatte eben schon andere Chancen. Aber jetzt, naja, sieht doch schon wieder ganz anders aus, da wir ja auch keine Power-Rüstung haben, leider. Schade, Hätte ich nur mehr Munition. Dann hätte ich nämlich noch mehr Optionen. Ach Mann. Ich kann die beiden natürlich quer durch die Stadt schicken, wenn ich das will, aber ja, müssen wir gucken, wie sinnvoll das ist. Jetzt da nach unten? Nee. Hier können wir auf jeden Fall nach oben. Gucken einfach mal, was passiert. Schleichen. Die Musik wird wieder dramatisch, obwohl überhaupt nichts passiert. Meinetwegen. Wo ist denn der Kerl? Hier irgendwo um die Ecke. Ich mag es zu speichern. Man merkt es mir an. Okay. Okay. Zack. Und zwar nehmen wir mal den Körper. Ach du Heilige. Immer schön ruhig bleiben. Das hat sogar funktioniert. Ich, ja, bin etwas verwundert. Hat nämlich erstaunlich gut geklappt, aber umso besser. Sind hier sehr viele Leute? Sind hier keine Leute? Anscheinend keine Leute. Was ein Glück. Gut. Der Kollege kann auch mal nach oben kommen. Dann kann er sich auch mal wieder Munition schnappen. Wir schleichen trotzdem mal, denn sicher ist sicher. Ihr wisst schon, die Chance, erkannt zu werden, beziehungsweise entdeckt zu werden, ist wesentlich geringer, wenn wir hier umherschleichen. Wir infiltrieren das Ganze hier mehr oder weniger gerade. Steht gerade mal auf. Gibt es hier noch irgendetwas zu mitnehmen? Moment. Okay. Immerhin Munition. Und zwar 9 mm. Und ja. Genau, dann können wir unsere Salve benutzen. Beziehungsweise die Uzi. Okay. Wirklich viel Munition haben wir nicht, aber zumindest überhaupt welche. Draußen ist auch noch mal jemand. Dann speichere ich hier noch mal. Ich meine, wir kommen irgendwie voran, Leute. Ich weiß, ich lasse mir wirklich sehr viel Zeit. Aber immerhin passiert was. Ne? Da sind hier irgendwelche. Hier ist auf jeden Fall einer. Nicht. Gut, dann eben nicht. Hätte ja sein können. Hier sind so einige. Ich habe ja gespeichert, also das kann jetzt eigentlich nicht mehr gut gehen. Nö. Das geht nicht gut. Das mit der Deathclaw, das ist problematisch. Da müssen wir anders vorgehen. Dass wir die dann auch noch erledigen können. Wir sind aber auch leider nicht so gut ausgerüstet, dass wir die einfach so erledigen können. Aber wir werden sehen. Wohin das führt. Okay. Hier oben sind wir soweit noch lebendig. Dann kann er hier auch mal reinkommen. Wenn er sich mal bewegen würde. Bitte. Uno momento, por favor. Vielleicht können wir von hier nochmal snipern. Aufgepasst. Also hier hinten. War das hier? Ne, hier sind noch Deathclaws anscheinend. Hier sind sehr viele Deathclaws. Wir können sie töten. Aber
Das wird auf jeden Fall ein schwieriger Kampf. Wir brauchen unbedingt noch mehr Munition. Und Eis. Ja, da haben wir sogar noch gute Trefferchancen. Bleib stehen, bleib stehen. Und Körper. Aber den Alarm scheinen die auch nicht mehr wirklich auszulösen. Kopf, rechter Arm, rechtes Bein. Sehr schön. Okay, wo der Hund jetzt rumlungert, weiß ich auch nicht. Ich meine, wir dezimieren sie wenigstens. Immerhin. Aber hier drüben bei unseren anderen Kollegen, wo sind die hier? Ne, hier hinten. Genau, da sind sie. Da. Das, also ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich diesen, naja, wie ich die alle hier erledigen soll. Vielleicht sollten wir die einfach mal davonkommen lassen. Mehr oder weniger. Und mal Richtung Gefängnis gucken. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie viele Deathclaws da auf uns warten. Ich schicke jetzt die beiden einfach mal hier lang. Obwohl ich natürlich den. Ah, ja. Das sind echt viele. Da müssen wir aufpassen. Sonst sind wir ganz schnell passé. Aha, hier noch irgendwas. Keine Ahnung. Kann ich nicht zuordnen. Ich laufe mal hier lang. Wir gucken, welche Gegner hier so auf uns warten. Okay. Und die anderen beiden sind hier. Naja, wir gehen ja schon irgendwie taktisch vor. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz frivol. Natürlich gibt es Leute, die noch wesentlich taktischer vorgehen können, aber naja, ihr wisst es ja. Hauptsache, wir kommen hier irgendwie durch. Sollen die beiden hier nach vorne gehen? Und dann gucken wir mal. Das Gefängnis. Also, sieht zumindest danach aus. Versperrt. Dann sollte Robin die mal öffnen. Wenn das denn möglich ist. Wolf kommt in den Hundehimmel. Aha. Ich glaube, der Hund ist gestorben, den wir vorhin verwundet haben. Naja, das mit dem Hundehimmel finde ich dann doch irgendwie schön. Muss ich schon sagen. Auch wenn wir die Hunde etwas leid tun. Kriegen wir die Tür hier nicht auf? Wahrscheinlich müssen wir echt wirklich erst die Bürgermeisterin befreien. Ja, davor versuche ich ja. Naja, ich versuche das ja die ganze Zeit schon zu vermeiden, aber. Wir müssen sie ja so oder so retten, aber das. Oh, das wird echt schwierig. Das Gebäude hier würde ich mir auch nochmal gerne ansehen. Wenn wir lebendig dahin kommen. Das ist nämlich wieder die andere Frage. Okay. Auf geht's, Männer. Okay. Naja, die Inhaftierten können sich ja hier sportlich betätigen. Und Zigaretten schmuggeln und austauschen. Geht alles. Keine Ahnung, wie viele Leute hier auf uns warten. Wir gehen einfach mal rein. Mitten ins Gebiet, auf den Friedhof. Ich würde mir zu gerne die Grabsteine durchlesen. Konnte man ja in den anderen Fallout-Teilen, hatte ich ja schon erwähnt. Ach ja, das sind wieder welche. Und zwar zwei Deathclaws. Die wir. Oh, zwei Deathclaws, das ist schon wieder eine Nummer für sich. Es sind aber wirklich nur zwei. Und die sind hier anscheinend in der Kirche. Die könnten wir doch erledigen, oder? Wobei, also einer war schon schwierig. Zwei. Wenn wir richtig vorgehen, können wir sie erledigen, das weiß ich. Indem wir Dynamit anbringen. Könnte sogar funktionieren.
Am besten natürlich immer noch Granaten. Moment. Für die Waffe. Ja, obwohl die Pump-Action-Gun, ja doch, die hat noch Munition. Und Robin hat doch noch Granaten, ja. Naja, mit einer Mischung aus Pump-Action-Gun und Granaten könnten wir die vielleicht echt umlegen. Wobei ich meine Fähigkeiten da eigentlich als... Naja, zumindest nicht hoch genug einschätze. Aber das werden wir gleich sehen. Kann ich nicht hier lang gehen? Nee. Wir können anscheinend auch hier nach oben gehen. Und die Deathclaws haben uns anscheinend durch die Fenster eventuell gesehen. Aber kommen jetzt noch nicht direkt zu uns, weil die KI da glücklicherweise nicht gut genug ist. Ich finde es gut, dass ich hier nach oben kann, aber hier hängt übrigens ein Jesus am Kreuz. Der hängt da gut. Macht eine gute Figur. Ja, jetzt bleibt uns eigentlich nichts mehr anderes übrig, außer durch den Haupteingang zu gehen. Ich glaube, die haben... Nee, die haben unsere Spur wieder. Oh. Eieiei. Okay, Robin hat sich gerade selbst hochgesprengt, aber ich glaube außer Atem. Ja, ich weiß, Robin ist tot, wir werden nochmal laden, aber ich will gucken, wie viel ich noch ausrichten kann. Ja, nicht mehr sehr viel. Das ging ja doch Schlag auf Schlag. Ja, aber doch, ich glaube, die Splittergranaten und so weiter, die setzen den Deathclaws definitiv schon gut zu. Ja, dann könnten wir die erledigen. Ist natürlich die Frage, ob das so sinnvoll ist, die zu erledigen. Klar, gibt wieder... Schöne Musik. Gibt wieder Erfahrungspunkte, aber da müssen wir mal gucken, wie sich das ergibt.